Hi und willkommen zurück zu Starfield mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir sind im Aranee-System angekommen. Und hier, wunderschön der Planet, wunderschön mit seinen, ich glaube es ist ein Gasriese, mit seinen Ringen, Asteroidenfeld, Hammer wie das aussieht. Und vor uns liegt die Siren of the Stars, ein riesiges Kreuzfahrtschiff, so würde ich es mal nennen. Unser Ziel für die Mission der Crimson Fleet, wir können sie nicht rufen, wir können einfach direkt andocken. Ich möchte mal einmal kurz abdriften hier. So ein Gasriese. Ob man zu den Ringen kann, da durchfliegen, oder ob das nur... ob es nur optisch ist im Orbit hier. Oh wow. Sieht aber auch, also simpel, aber cool gebaut aus, ne? Okay, wir docken an, Leute. Wir erinnern uns an die Anweisungen der Crimson Fleet, also von Neva, was wir besorgen sollen, von Delgado, was wir besorgen sollen, und dürfen nicht vergessen, was die SysDev uns gesagt hat. Auf gar keinen Fall irgendjemanden umbringen an Bord. Hey, kennst du mich noch? Unterhalten wir uns mal. Barrett, nein. Wenn es nach dir ginge, würdest du den ganzen Tag babbeln. Okay, das ist Clown. Müssen wir aufpassen. Oh, wie nett. Ein Reinigungsroboter. Ich finde die so cool. Okay, dann gehen wir mal rauf, schauen wir uns um. Hier könnte man eine Menge Sachen klauen. Was ist das? Nichts. So, jetzt ist er da weg. Barrett, du machst hier Stau. Sowohl für mich als auch für den Roboter. Hier ist es auch klauen. Credits auch klauen. Ist die Frage, ne, wann sich das lohnt und wann nicht. Ne? Wo kommen wir hier rein? Space Trucker, Deep Recon Anzug. Ist jetzt nicht so... selten, dass ich sage, boah, muss ich auch unbedingt klauen. Da nochmal Credits und Materialien. Ein Tiefensucherhelm, die sehen auch cool aus. Was bestimmt der Fall sein wird, ist, dass wir hier auch Magazine finden. Deswegen gucke ich mich auch überall um, auch unabhängig der Quest. Okay, ist das der normale Eingang für die Besucher? Wird doch Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist. Ich versuche seit, mal überlegen, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen und ernte nur totale Funkstille. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Er sollte nichts davon wissen, würde ich mal sagen. Das ist Rokov, das ist der Kontakt von Neva, ne? Genau, du solltest froh sein, dass Delgado dich mitmachen lässt. Froh? Oh, ich bin begeistert. Aber trotzdem gibt es für mich noch viele Unbekannte. Und in unserer Branche können Unbekannte tödlich sein. Also, in Navas Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier. Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Das berede ich doch nicht mit ihm, genau, das behalte ich für mich, ja. Schön, wie du willst. Du hast ja offenbar alles unter Kontrolle. Selbstverständlich. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Garbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema der Fleet. Wieso hat sie überhaupt Rokov das erzählt, ja? Ja, um Infos mit dir zu teilen, genau. Zugangswiss, das sage ich ihm nicht. Mehr Infos kriegst du nicht. Find dich damit ab. Ganz einfach. Ah, verstehe. Das Spiel spielen wir jetzt also? Okay, gut. Tja, du kannst eigentlich gleich wieder zurück auf dein Schiff gehen. Ohne meine Hilfe kommst du nämlich nicht mal in Dombrowskis Nähe. Willst du Credits? Eine Umarmung? Ja, genau. Du denkst offensichtlich an etwas Bestimmtes. Aha. Da kann wohl jemand Gedanken lesen. Du hast absolut recht. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Ganz einfach.
Genau. Das sagen wir, weil wir schon, ne, quasi Mitglied in der Crimson Fleet sind, ne? Und so passiert das auch bei der Fleet. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Mach einfach, was man dir sagt, und dann kommst du vielleicht wieder rein. Alles so schön. Wenn du es auf die Tour machen willst, gut. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Der ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Das ist mein Stichwort. Beiseite, Sterbliche. Barrett ist da. Gut, ja. Scheiße, vielleicht hätten wir jetzt doch nochmal überreden nehmen sollen vorher, ne? Ich habe nichts dabei, um mich in Schale zu werfen, ja? Das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn er uns da was geben könnte. Ach ja, Glück gehabt. Abendgarderobe ist nicht nötig. Mit dieser Karte kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Misch dich unter die Leute. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse. Okay. Dann musst du über deinen Schatten springen. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampfen. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Gut, weiß ich Bescheid. Ne, ich stelle eben keine weiteren Fragen. Und mach einen Da. Warte, ich gucke erstmal hier rein, was jetzt optional ist. Finde heraus, wo der Preis sich befindet. Töte Larry Dombrowski. Auf gar keinen Fall. Befrage die Gästegesellschaft zu Larry Dombrowski. Okay, ich muss herausfinden, wo dieser Preis ist. Was ist Barrett? Also, du musst mir noch von dem Tempel erzählen. Was hast du gesehen? Was ist passiert? Ach, Barrett, das haben wir doch in der Loge getan, oder? Ja, es war neu. Es war seltsam. Ja, das klingt, als bräuchten wir mehr Daten. Definitiv. Und dann? Es heißt, du hast etwas gemacht und dich dann verändert. Ich meine, du warst doch dabei, Barrett. Ja, ich bin immer noch ich, aber ich nehme das Universum jetzt anders wahr. Ja. Aha. Aha. Warte mal. Eine unbekannte Technologie hat deine Biologie auf eine Weise verändert, die dir was? Superkräfte verleiht? Ja, im Grunde, ja. Okay. Machen wir Okay. später ein paar Tests? Egal. Klar. Danke, dass du mir vom Tempel und deiner Kraft erzählt hast. Vielleicht finden wir noch mehr Spuren von den Erbauern. Das eröffnet eine ganze Welt von Fragen. Wie aufregend. Ja, sehr aufregend. Jetzt ist Rohrkopf verschwunden und ich wollte ihn doch dann nochmal nach dem Preis, aber wir finden das schon noch raus. Pass auf, vielleicht kommen wir auch irgendwo an ein Terminal ran. Wer bist denn du? Captain, laut Captain Rokoff haben Sie freien Zugang zu allen Crewbereichen. Gut. Aber bitte fassen Sie nichts an. Ja, das ist kein Problem. Rokoff ist also der Captain von diesem Ding hier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und er will zurück zur Crimson Fleet. Na gut, Ich irgendwer liebe meine Arbeit. Aber wenn ich ehrlich wird bin, uns doch der ein beste bisschen Teil dafür, bei Informationen Ihnen ist geben eins von können. Tridents Vorzeigeschiffen. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Oh Gott, wie soll ich mich jetzt hier drauf zurechtfinden? Es muss Trident ein Vermögen gekostet haben, so gut wie jedes interne System mit dreifacher Redundanz zu bauen. Sind das hier Kabinen oder was? Captain Rokoffs Computer. Oh, ich bin schon in seinem Quartier angekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier schaue ich mich auf jeden Fall schon mal um. So, hier ist eine Slate. Die darf ich auch nehmen. Anfrage abgelehnt. Rokoff, nochmal. Ich kann dich nicht wieder reinholen. Das ist kein Club, in dem man
einfach Mitglied wird, das ist die gottverdammte Crimson Fleet. Hier gibt's keine Bewerbung, du kriegst eine Chance und wenn Naver dir keine Kugel in den Kopf jagt, bist du dabei. So funktioniert das hier. Du hast das doch alles schon hinter dir. Du hattest deine Chance und hast es vergeigt. Ganz einfach. Wenn ich dir Beachtung schenken soll, würde ich dir raten, was Wertvolles von dem Schrotthaufen, den du Starliner nennst, mitgehen zu lassen. Naver meinte, du hättest bei der Bewerbung wegen deiner Akte gelogen, um den Job zu kriegen. Also kannst du deine Position auch gut einsetzen. Gib der Fleet einen Anteil an den Creds ab, dann sehen wir weiter und hör auf, dich bei uns zu melden, bis es soweit ist, Delgado. Siehste? So sieht's aus. Und das werden wir natürlich nicht anders sehen oder handhaben. Warte mal, Barrett, hier ist ein Safe. Wenn ich daran gehe, stehle ich schon den Inhalt. Wer weiß, wie ich daran komme und wer weiß, wie Barrett dazu steht. Und wer weiß, wer das alles so mitkriegt. Aber ich meine, wir machen das ja nicht zur Bereicherung. Barrett. Weißt du, mit dir unterwegs zu sein, macht nicht einfach nur Spaß. Es ist quasi wie eine Therapie. Okay. So ein Feedback bekommt man nicht alle Tage, das stimmt wohl. Ach, immer gerne. So. Sei es drum. Danke für die Hilfe, Captain. Gerne, Barrett. Immer. Nein, ich flirte jetzt nicht mit ihm. Wir sind ein tolles Team, Barrett. Das ist... So ist das nun mal. Was mich wieder zu dem Plan bringt, den ich erwähnt hatte. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Aber ich brauche deine Hilfe. Mein Kontakt hat was für uns. Ach, okay, er hat neue Informationen. Hat er jetzt echte Beweise gefunden? Sieht für mich so aus. Und zwar? Er hat einen Versicherungsbescheid gefunden. Okay. Irvins Arbeitgeber wurde für Sabotage entschädigt. Für Sabotage? Klingt verdächtig. Offensichtlich erhielt die Mining-Firma nach dem Prozess gegen Irvin eine fette Auszahlung. Oh. Wir haben die Abrechnungsunterlagen der Versicherung. Ein Riesenbetrag. Oh, der Cyberrunner hat bereits einen neuen Auftrag. Allerdings hat er mir noch einen Zugangscode geschickt. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Bewahren wir ihn erstmal auf. Jedenfalls wird es Zeit für den nächsten Schritt. Wir müssen noch beweisen, dass Irvin reingelegt wurde. Ich habe herausgefunden, dass Irvins damalige Anwältin immer noch aktiv ist. Sie will sich die Sache mal ansehen. Das ist gut. Die war vorher involviert und mit den neuen Beweisen oder Indizien könnte sie weiterkommen. Dann auf zu dieser Anwältin, ja. Oh, Detektiv. Ja. Das gefällt mir. Detektiv Barrett. Wenn ich der Detektiv bin, bist du dann mein freundlicher, vernünftiger Sidekick mit einem Herzen aus Gold? Wir sind beide Detektive. Aber hallo. Jedenfalls sollten wir der Anwältin unsere Beweise präsentieren. Das machen wir. Wer weiß, vielleicht ist ja alles haltlos oder wir brauchen noch mehr Beweise. Das wird sie uns sagen, ja. Wenn wir nichts in der Hand haben, gebe ich auf. Aber erst dann. Ja, wir brauchen genug, Barrett, genug Beweise und alles, um dann aber auf ganz offiziellen Wege diese Firma verklagen, ne? Können wir ihr die schicken? Nein, wir fahren, also wir gehen dahin. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Zuverlässig wie eine Atomuhr. Aber nicht jetzt, Barrett. Ich habe der Anwältin auf Gagarin alles geschickt, was wir bisher haben. Weißt du, inzwischen bin ich richtig zuversichtlich. Dann geh voran, Detektiv. Ja, ruhig. Ah, ich kann ihn erst wieder wegschicken. Gut, das ist... Ja, Captain? Oh nein! Ich wollte ihn doch hier warten lassen. Warten lassen ist doch nicht wegschicken. Abgesehen von einem Trip nach Gagarin... Ich kann ihn nicht mehr warten lassen. Hoffentlich sieht sich die Anwältin auf Gagarin alles an. Hier ist auch keine Tür drin. Ich wollte ihn warten lassen, dass er es nicht mitkriegt, dass ich hier reingucke. Na gut, dann müssen wir es anders hinbekommen. Verdammt, Barrett, du mal mit deinen Babbeleien, ne, zwischendurch. So. Da darf ich theoretisch dran. Ich weiß nicht, ob das... Das ist zwar... Aber es ist nicht rot, ne? Ich knack den jetzt. Und vielleicht gibt es Ärger. Vielleicht aber auch nicht. Das passt nicht. Also muss es... Der sein. Der sein. So. Persönliche Kommunikation, unbekannter Absender.
Keine Herkunftskennzeichnung, möglichst Risiko. Ich überfliege das kurz. Das ist wohl Neva. Sie hat mit dem Chef geredet und er hat gesagt, dass er es verbockt hat. Weiter. Er hat einen Tipp. Drückeberger auf dem Schiff, ein paar von der Crew. Kindley heißt er. Er schuldet uns rund 4000 Scheine, weil er ein paar Wetten in Neon verloren hat. Jetzt will Vincent seinen Kopf. Sorgt dafür, dass Kindley die nächste Fahrt verpasst. Und wir schauen nochmal, ob wir dem Chef umstimmen können. Gute Arbeit mit der Sache mit Kindley. Das hat er wohl gemacht. Es reicht nur nicht. Hier, Nachricht zu dem Preis. Bald auf dem Schiff ist. Das ist doch mal was. Okay, also er soll den auch klauen, den Preis. Dann haben die sich bei ihm gemeldet, bei dem Captain, weil dieser Kindley vermisst wurde, ist ja klar. Irgendwer ermittelt da schon. Und hier wieder diese Kisten, die er hat irgendwie verschwinden lassen. Ja. Der ist auf jeden Fall übelst unter Visier. Pass auf, dass du uns nicht aus dem System aussperrst. Ist klar, oder? Ja, ja. Er ist auf jeden Fall übelst unter Beobachtung. Weil er ständig irgendwelche Kisten verschwinden lässt und so. Nichts geht über den Ausblick aus dem Sternensaal. Und es ist einfach atemberaubend. Das macht ihn natürlich gefährlich in gewisser Diese Form. Diese modernen Schiffe sind nahezu vollautomatisiert. Für die Crew bleibt daher nicht viel. Ja, das ist krass schon, das Schiff. Hier jeden ist auch eine Tag, wenn ich in meiner Koje aufwache, Crew. Bin ich dankbar, auf einem Schiff wie der Siren of the Star. Geht's noch weiter? Mein Gott, hier musst du dich erstmal orientieren können, ne? Hören Sie genau hin. Hören Sie den Antrieb? Ein präziser austariertes System finden Sie nirgendwo anders. Und ich habe mich schon verlaufen. Kann ich hier auch noch? Sternensaal. Okay, da geht's zum Sternensaal. Ich wollte aber noch Notizblock, weitere Informationen zusammenbringen. Sie sind Captain Rukovs Gast. Hier bin ich jetzt auf der anderen Seite. Okay. Hier ist ein Slate. Hören Sie genau hin. Deckoffizier Galatas Slate. 24 Stunden, jetzt bin ich kaputt. Zu wenig Personal. Sternensaal 3, die Nacht der Ohrenschlangen, Sternensaal vorzubereiten. Blablabla, dürften unsere Minen egal sein. Nein, okay. Ein präziser, austariertes System finden Sie nirgendwo anders in den besiedelten Systemen. Findet man irgendwas in den Spinden, was man nicht klauen muss? Poncho, Siedler? Zweifel ich irgendwie. Einsatzdeck? Nee, das hat doch nichts jetzt hier. Das bringt mir nichts. Okay. Vielleicht finden wir noch ein paar Infos, ein paar Slates es oder sowas. Es muss Trident ein Vermögen gekostet haben, so gut wie jedes interne System mit dreifacher. Hier bin ich. Das sind doch nur Duschen hier, oder? Ja, das sind nur Duschen. Findet man da was? Nur stichprobenmäßig gucke ich da rein. So, hier. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Dies ist eins von Tridents Vorzeigeschiffen. Oh, Schande, das ist riesengroß, das Schiff. Alter, ist das groß. Wow, hübsch, guck mal. Ist das ein Gast? Tut mir leid, bin beschäftigt. Claudia Swist, wer bist denn du? Auf dieser Gala ist alles vom Feinsten. Okay. Koffer.
Übel. Tür verriegelt. Experte 01. Claudia Swists Abteil ist das. Okay, verstehe. Deko, ey. Guck dir das hier an. Krass, wie das aussieht. Ich schwimme lieber unter 3-4 Monden ist das? In biolumineszenten Quellen. Aber der Pool ist auch nicht. Starview Ballroom, ja. Das ist der. Hier geht's noch weiter hoch. Wie heftig das aussieht, dieser Frachter hier. Also, ist ja gar kein Frachter. Laundry Service, das ist wieder Angestellten, Personalbereich. Mein gesamtes Team und ich bedanken uns herzlich, dass Sie für Ihre Reise Trident Luxury Lines gewählt haben. Hier sind natürlich Klamotten drin, ne? Modisch, formell, leger. Anzugwerkbank. Wow. Das ist auch, gehört irgendeinem Gast. Kommen wir hier hin? Da geht's nicht rein, da geht's wieder runter. Ist nicht so einfach. Auch ein Gast. Hier ist eins offen. Das wird gerade gesäubert wahrscheinlich. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Ja, es wird gerade gesäubert. Oh, da ist was passiert. Oh, was für ein krasses Apartment. Im Interesse der Sicherheit aller möchte ich Sie bitten, die Crewmitglieder und Sicherheitskräfte an Bord nicht zu behindern. Wenn Sie beim Abendessen an Captain Rokoffs Tisch sitzen möchten, kostet das lediglich 5000 Credits. Natürlich, das ist das Einzige, was ich mir vorstelle. Wir bieten an jedem unserer Halte verschiedenste Ausflüge an. Die Details werden gegeben. Okay. Okay, okay. Gar nicht so einfach. Wie finde ich jetzt heraus, wo sich dieser Preis befindet? Na gut, gehen wir mal in den Sternensaal. Vielleicht finden wir das dort raus. Bitte begeben Sie sich im Falle einer Abriegelung ruhig und geordnet in Ihre Kabine. Was führt dich her? Das Geschäft? Der Gesellschaft, Personal. Für Reisende mit Kindern findet heute Abend in der Schiffsbibliothek Serenas Märchenstunde statt. Hallo, sind Sie Mitglied der Gesellschaft? Und was führt dich hierher? Au, cool aus hier, hä? Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Hast du die Canapés probiert? Die sind einfach furchtbar. An der Bar kriegt man doch eigentlich immer Informationen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ein ganz normales Personal, ganz normale Gäste. Der Hauptsaal ist nur mit Sternensaalpass zugänglich. Bitte folgen Sie den geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Okay, wir müssen... Warte, er sieht ein bisschen anders aus hier. Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Oh, der sieht ja... Der sieht fast aus wie der von der Crimson Fleet, den wir auf Cydonia getroffen haben. Okay, wir sollen wahrscheinlich nach unten. In den Hauptraum. Restricted Area. Bitte verlassen Sie nicht die Passagierbereiche. Wir wünschen eine sichere Reise. Ja, wir dürfen hier aber rein. Achso, das ist die andere Richtung, wo wir eben gekommen sind. Nee, gar nicht wahr. Hier ist die Küche. Hier ist eine Küche. Hier ist eine Kiste. Credits, nuklearer Brennstab. Ich muss unbedingt aufpassen mit meinem... Da geht's in die Crew-Quartiere. Da ist es, glaube ich, wo wir hergekommen sind. Ist das der Preis hier? Das könnte der Preis sein, oder? Oder ist das einfach nur eine Dekoration, die irgendwo rumsteht? Ne, da waren ja Diamanten drin und so. Das wird der Preis nicht sein. Der wird irgendwo anders sein. Ich will, bevor ich hier zu weit gehe, diese optionalen Sachen machen hier, ne? Aber ich kann hier nicht einzeln finden heraus, wo der Preis ist. Den umbringen will ich nicht. Befrage die Gesellschaft zu Larry Dombrowski. Finde heraus, wo der Preis ist. Das gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Hier, mit denen kann ich jetzt reden. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Ein wirklich edler Starliner. Boah, übel. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Sollten Sie eine Frage oder ein Bedürfnis haben, nutzen Sie bitte den Computer am Eingang zu Ihrer Kabine.
Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Hast du die Canapés probiert? Die sind einfach furchtbar. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Was führt sie her? Das Geschäft? Führer? Die darf ich nehmen. Da steht aber auch nichts drin. Und was führt dich hierher? Gabriel Vera. Können wir später reden? Ich habe zu tun. Die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Employees only stand da. Schauen wir hier doch mal rein, wo wir hier sind. Credits, Outfit, Technik Deck. Okay. Ich muss auf jeden Fall aus diesem Saal nochmal raus, weil wir, bevor wir beim Unter die Leute mischen, irgendwie rausfinden müssen, wo das Ding hier gelagert ist. Andere Atmosphäre hier. Da sind wir gekommen, oder? Ja. Was ist das? Captain Rokoff ist einer der lässigsten Kommandanten, unter denen ich je gedient habe. Er verhält sich fast gar nicht wie ein Captain. Irgendein Computer noch, auf den wir zugreifen können. Irgendeine Slate noch. Ist nicht so einfach, immer. Ist nicht so einfach. Nein. Da ist Einbrechen. Was sehe ich denn da drinnen? Anzüge. Aha. Security-Bereich oder was? Plötzlich stehen wir in einer hochsicheren Krankensituation. Okay, unerwartet. Okay, ja, definitiv. Chefingenieur Sandin. Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Ich bin kein Passagier. Schlüssel erforderlich. Nur mit Chefingenieurs Schlüssel. Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Kann ich hier nicht ausrauben? Nicht nur einen Stuhl. Ich kann doch gar nicht klauen, ne? Und da komme ich nicht rein. Ist das ein Skill? Taschendieb hier? Wo ist denn das? Das ist Schleichen. Das muss ja irgendwo Dieb oder so muss das sein, ne? Hier. Taschendiebstahlfähigkeit frei. Die kann ich ja noch gar nicht, ne? Vielleicht komme ich da auch tatsächlich in dieser Quest dann gar nicht so weit, wie ich kommen will. So, und das war jetzt hier wirklich eine Sackgasse, ne? Oh, das gestaltet sich schwieriger, als ich dachte. Ich muss herausfinden, wo dieser Preis ist. Ich muss diesen Preis besorgen. Ohne, dass das jemand mitbekommt. Informationen über... über diesen Gelbank-Typen, ne? Wenn Sie keine Sicherheitsangelegenheit zu melden haben, wende ich mich wieder meinen Pflichten zu. Weiß nicht, ob das optional jetzt schon nicht mehr zu erreichen ist, weil ich einmal in dem... Ne, hier ist jetzt noch das andere. Müssen wir da einmal irgendwo andersrum. Lass ich mal sehen. Ne, das ist ja das. Ich glaube, ich muss runter. Das ist der Sternlounge. Jetzt einmal runter und dann versuchen hier irgendwie rum. Da komme ich aber nicht rum. Hier bin ich wieder bei der... Wie hieß sie? Karen? Nette Party, Claudia. Nicht wahr? Da komme ich nicht rein. Gabriel Vera. Guck mal, hier kann ich ran. Passagierprofil. Er ist... Deluxe. Der darf eine Schusswaffe tragen.
Okay, wer ist das? Aktueller Kabinenstatus, ohne gültigen Zugangspass. Oh Gott, wo kriege ich den denn her? Vielleicht muss ich hier einbrechen. Aber das wird Barrett nicht so schön finden, ne? Hier dürfen wir noch rein. Aha. Sag Bescheid, wenn die Reise nicht zur vollsten Zufriedenheit verlaufen. Oh, stimmt. Das ist eine Inklusivleistung. Zugang zu fabelhaften Reichtümern. Ja, hier sind wir vielleicht richtig. Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Ja. Schön, dass du an Bord bist. Ah, wären meine Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Okay. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bergen. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Okay. Und was ist deine Aufgabe? Eine hervorragende Frage. Ich trage die Verantwortung für die gesamten Finanz-, Zoll- und Warentransfers der Siren. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Ich treffe eine Menge Leute in jedem Hafen, anstatt ständig unter Deck festzusitzen. Okay, und was hältst du von Captain Rokoff? Sorry, Trident sieht es nicht gern, wenn wir über unsere persönlichen Gefühle gegenüber anderen Crewmitgliedern reden. Ja, wir müssen sie überzeugen. Warte. Ich wünsche eine gute... Und dazu pfeife ich mir einmal kurz das Zeug hier rein. Hypolyta, 20% Überzeugungschance. Zack, einmal reingepfiffen. Reise. Hallo. So, jetzt möchte ich nochmal mit dir reden, bitte. Im Namen von Trident. Was hältst du von ihm? Ausspulen, überzeugen. So, wenn da irgendwas mit Rokoff ist, dann würde ich das nur allzu gerne wissen. Ich will meinen Job behalten. Warum sollte ich dir das sagen? Es muss doch einen Weg geben, wie wir hier beide als Sieger hervorgeben. Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben. Es schadet doch nicht, wenn du mir alles erzählst. Ja, es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben. Schön, dass du meine Situation verstehst. Oh, nur noch 2 Züge und ich brauche 2, 4, 5 Dinger. Das schaffe ich ja gar nicht. Ich habe automatisch überzeugen. Habe ich das noch frei, dann mache ich das. Ich bin noch redebereit. Sauber. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ich gehe hier nicht weg, bevor du mir erzählst, was ich wissen will. Nee, ich mache das Erste. Das führt doch zu nichts. Ich weiß dein Interesse zu schätzen. Oh, fuck, aber es hat nicht funktioniert. Ich darf keine persönlichen Informationen offenlegen. Verdammt. Verdammt, wir hätten das wissen müssen. Vergiss es. Wie wär's mit Credits? Es geht nicht um Geld. Es geht um die Karriere. Verdammt. Feuert mich Trident, war's das für mich. Und ich wische wieder Tische in einem Terrabrew ab. Okay, dann entschuldige. Kein Problem. Kann ich dir heute sonst noch irgendwie helfen? Verdammt, kann ich sie nochmal drauf Sorry, ansprechen? Sorry, Trident. Nee. Falls ich deinen Aufenthalt noch angenehmer gestalten kann, bin ich jederzeit zu Diensten. Sie geht. Geh hin. Du musst gehen. Nein, sie setzt sich wieder hin. Verdammt. Ups. Falscher Knopf. Ich wollte mich nur hinhocken. Jetzt habe ich hier alles ins Gravitationschaos gemacht. Fuck. Okay, fuck. Das war Autospeichern, Autoladen. Hier irgendwo, wo ich aus dem Raum gekommen bin. Oh, ich wollte mich hinhocken. So, jetzt sind wir hier wieder. Ja, genau, wir sind da rausgekommen. Das heißt, ich muss wieder rum. Dann haben wir nochmal eine Chance, sie zu überreden. Vielleicht bekomme ich ja... Nee. Was war denn das? Das war sie. Dann bin ich hier an ihr vorbeigelaufen. Weiter rum. Und dann gab es hier einen Bereich Purser. Genau, das war das. So.
Und dann muss ich das einfach nochmal versuchen. Okay, ich werde Das ist eine inklusive nochmal probieren und zu fabelhaften Reichtümern. Hoffentlich erfolgreicher sein als eben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen, lasst gerne den Daumen da und bis bald.